Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Annies Spielplatz. Ich bin Annie, die mit dem Hut. Und heute möchte ich euch wieder ein Spiel vorstellen. Und zwar sind das die Rory Story Cubes. Das sind eigentlich einfach 9 Würfel mit Bildern drauf, die man dann würfelt und dazu eine Geschichte erzählt. Sie sind ab 6 Jahren freigegeben, also angegeben. Und man hat hier so ein schönes Schächtchen drin, wo sie drin versorgt sind. Und da kommen dann die Würfel hervor. Ich würde sagen, ich würfel jetzt einfach mal. So, jetzt habe ich hier 9 Bilder, die ich erwürfelt habe. Und mit denen kann man jetzt zum Beispiel einfach eine Geschichte erzählen. Also mit jedem Bild quasi, das wird dann verbunden zusammen, wird dann eine Geschichte erzählt. Man kann zum Beispiel, wenn man mehrere Personen ist, kann jeder einen Würfel nehmen und darüber quasi wie einen neuen Satz bilden, der dann zur Geschichte gehört. Oder jeder macht immer 9 Würfel miteinander. Also man fängt jetzt mit dem an, macht davon eine Geschichte und dann kommt der nächste Spieler. Also wenn ich jetzt hier was erfinden möchte, mal schauen. Also, wir sind auf dem Dach eines Hochhauses. Da sind 2 Leute. Einer, der ist immer fröhlich, einer, der ist immer traurig. Da kommt plötzlich ein Drache aus dem obersten Fenster geschossen und greift die 2 an. Der eine ist so schockiert, dass er so vor allem gerade einschläft. und der andere hat eine Blitzidee, was er jetzt machen könnte. Und zwar springt er vom Gebäude runter in einen Baum und wird vom Baum aufgefangen. Deshalb ist er dem Drachen entkommen, aber aus seinem Schatten wird ein neues Monster geboren. Er weiß nicht, was machen. Und da wird es aber auch plötzlich Nacht und dunkel und so kann er von dem Monster flüchten. Das ist jetzt einfach eine Idee von mir. Jetzt kommt der nächste Spieler dran, man würfelt wieder und kann wieder von vorne beginnen. Oder halt eben auch, dass jeder Spieler wieder etwas anderes macht, einen neuen Satz dazu macht. Man kann die Geschichten natürlich auch aufschreiben oder auch zeichnen oder natürlich auch filmen. Es gibt auch da eine Internetseite von den Rory Story Cubes. Mal schauen, ob ich die hier irgendwo drauf habe. Und da kann man seine Ideen auch mit ganz vielen anderen Spielen teilen. www.storycubes.com. Und dort könnt ihr eure Geschichten teilen mit allen anderen Storycube-Spielern auf der Welt. Ihr seht, es ist ein Spiel, das alle zusammenspielen. Das heißt, man spielt es nicht gegeneinander. Also man kommt so weit, wie man kommt. Man versucht so die größte Geschichte so möglich, wie es geht, eigentlich zu machen. Und es ist eigentlich ein relativ offenes Spiel. Es hat nicht wirklich Regeln. Man kann zum Beispiel auch so spielen, dass man die Wörter hier auf den Würfeln nicht nennen darf. Also nur eben so etwas Ähnliches. Zum Beispiel hier, man darf Telefon nicht sagen. Man kann das einfach umschreiben mit einem Anruf zum Beispiel oder sowas. Also da ist man wirklich der Fantasie ist freien Lauf gesetzt. Das finde ich eben auch gerade das Coole an dem Spiel. Es ist ab 6 Jahren angegeben, das habe ich glaube ich schon gesagt. Und ja, es ist so offen, man kann so vieles machen. Es ist wirklich frei aus der Fantasie. Ich finde die Designs auf den Würfeln wirklich auch sehr süß, sehr super. Und eben, es gibt ganz viele verschiedene Erweiterungen dazu, zum Beispiel mit Verben oder mit dann irgendwie Fantasy oder mit allem Möglichen. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Erweiterungen. Da kann man dann immer mit 9 Würfeln spielen und die einfach zusammen mixen. Oder natürlich auch mit allen zusammen, dann geht es natürlich viel länger. Aber ja, da kann man wirklich der Fantasie freien Lauf lassen. Deshalb finde ich das auch wirklich ein cooles Geschenk, gerade so für einen Geburtstag oder sowas. Würde ich euch wirklich weiterempfehlen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei einem Spielplatz. Tschüss!